Willkommen zu einer neuen Travel Show und bei mir darf ich heute begrüßen Werner Schwarz von Travel Team Niederländische Karibik. Werner, grüß dich, schön, dass du da bist. Grüß dich, Tom. Ja. Die Niederländische Karibik sind welche Inseln? Man nennt diese Inseln ABC-Inseln, das kommt von den Namen Aruba, Bonaire und Curaçao. Und wir reden heute über Bonaire und wollen mal ganz kurz von Deutschland aus hinfliegen, dank Google Earth. Ein Katzensprung, wie lange fliegt man normalerweise? Ab Amsterdam 10 Stunden. 10 Stunden. Wir sind viel, viel schneller. Und für die, die es jetzt nicht gesehen haben, wo es genau liegt, ich zoome mal ein bisschen raus, Werner, wo ist es genau? Die drei Inseln liegen also vor der Küste Venezuelas in der Karibik. Sprich, tolles Klima, oder? Wie ist absolut es? Tolles Klima. Auf den drei Inseln ist also das ganze Jahr fast das gleiche Klima. 27 Grad Wassertemperatur, 26 Grad durchschnittliche Landtemperatur, ja. Immer ein schöner Wind. Liegt außerhalb des Hurrikangürtels, man hat dazu keine Wetterprobleme das ganze Jahr. Und dadurch, dass das Klima das ganze Jahr gleich ist, haben auch sehr wenig Regenfälle. Im Winter zwar etwas mehr, kommt mal schnelles Gewitter, ist aber auch ganz fast wieder weg. Ganz schnell wieder weg. Warum sollte ich jetzt bei Travel Team buchen? Weil wir gerade für die Niederländische Karibik eine jahrelange Erfahrung haben. Wir haben Deutschlands größtes Programm für diese drei Inseln mit über 80 Anlagen auf diesen drei kleinen Inseln. Und natürlich auch, weil wir in den meisten Fällen die günstigsten Preise für die entsprechenden Anlagen haben. Ja, Werner, ihr habt ein ganz tolles Angebot mitgebracht. Und zwar Bonaire, Ihre Urlaubsinsel, 2 Wochen inklusive Flug ab 1683 Euro. Der Buchungscode ist ReiseTV3 und die Telefonnummer, unter der Sie das Ganze buchen können, ist die +49 für Deutschland 9151-865-8826. Diese Nummer werden Sie die ganze Zeit eingeblendet sehen, damit Sie auch ja nichts verpassen. Aber Werner, jetzt mich interessiert schon, wie schaut es aus in Bonaire? Ja, 26 Grad Lufttemperatur, 27 Grad Wasser, klingt ja wie ein Paradies. Du hast ein paar Bilder mitgebracht, beziehungsweise einen Film. Wir schauen mal rein. Also hier sieht man jetzt natürlich Eindrücke von der Insel, also von den Stränden über die Sportmöglichkeiten. Bonaire ist eine relativ kleine Insel mit 27 Kilometer Länge. Wurde eigentlich bekannt durchs Tauchen, und zwar nennt man das Divers Paradise, ist also gekürt worden zum einen der drei besten Tauchgebiete der Welt. Ist ein schönes Riff vorgelagert, also für Taucher ein hochinteressantes Thema. Aber selbstverständlich kann man auch alle anderen Wassersportarten hier betreiben. Ja, und gerade so, wenn du hast gesagt, ein schöner Wind weht da, dass es nicht zu heiß ist, also Segler und Kitesurfer etc., die haben ja da wirklich einen Traum. Surfen auch vor allen Dingen. Es gibt einen Strand, der ist ausschließlich für Surfer, der ist über 2 Kilometer, nur 50 Zentimeter tief. Hier, ja. Ist auch wirklich nur 50 Zentimeter tief? 50 bis 70 Zentimeter tief, ideal für Surfer. Da stelle ich mir auch Beachvolleyball toll vor. Also so Wasservolleyball, das habe ich mal gesehen. Das habe ich jetzt auf Bonaire noch nicht gesehen, das spielt man mehr in die Hotels dann, am Strand. Ja. Okay, dann haben wir hier noch, was sehen wir da? Biken auch. Hier haben wir jetzt die Möglichkeiten, es gibt auch einen Nationalpark auf Bonaire, wo man mit Mountainbike rein kann oder auch mit einem Fahrzeug, mit einem Jeep. Hier kann man also durchaus einen ganzen Tag verbringen und es wird einem sicherlich nicht langweilig. Was sind das für Leute in Bonaire? Das sind, okay, die niederländische Karibik, das heißt, irgendwann die Holländer waren da mal und haben das... Auf Bonaire sind sehr viele Einflüsse, also sind natürlich amerikanische Einflüsse, holländische Einflüsse und natürlich sehr viele karibische Einflüsse von den Bewohnern. Und das heißt so, was ist die Nationalsprache, was sprechen die Leute dort? Die offizielle Sprache ist Holländisch, die Einheimischen sprechen Papiamento, das ist eine Mischung aus dem Spanischen und Portugiesischen. Komme ich mit Englisch auch weiter? Ja, selbstverständlich, Englisch natürlich, klar. Wie sicher ist es da in Bonaire? Ist es ein europäischer Standard oder westlicher Standard oder ist es eher... Es ist ein klassischer, dadurch, dass die Holländer sehr lange da die Hand drauf hatten, ist es eigentlich ein klassischer europäischer Standard. Die Sicherheit ist absolut gewährleistet. Wie ist es denn mit den Lebenshaltungskosten? Ist es billiger, teurer? Was gibt es da für eine Währung? Die Lebenshaltungskosten würde ich jetzt vergleichen mit Deutschland oder mit Mitteleuropa. Die Währung ist der US-Dollar, ist eingeführt worden, also auch kein Problem. Man kann an jeder Bank mit der europäischen oder deutschen Scheckkarte Geld rauslassen, also auch das Zahlungsproblem ist überhaupt kein Thema. Dein Angebot ist Bonaire, Ihre Urlaubsinsel ab 1683 Euro. Buchungscode ReiseTV3 +49 für Deutschland 9151-865-8826. Werner, aber wie kann man jetzt in Bonaire übernachten?
Was sind so das, was gibt's da? Das Schöne an Bonaire ist, es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Und zwar von der einfachen Apartmentanlage für Familien von 4 bis 8 Personen sogar, was das Ganze natürlich noch wesentlich günstiger macht, bis hin zu Anlagen, die mit Halbpensionen an einem 4- und 5-Sterne-Standard sich bewegen. Dann schauen wir doch gleich mal auf die Hotels, die du mitgebracht hast für dein Angebot. Und zwar haben wir ab 1.799 Euro das Buddy Dive Resort, 4 Sterne. Da haben wir Fotos mitgenommen. Das Buddy Dive Resort ist also eine sehr bekannte Anlage auch für Taucher. Von hier aus kann man vom Land aus tauchen, aber auch mit dem Boot zur Nachbarinsel Klein Bonaire rüberfahren. Mhm. Ist amerikanisch angehaucht von der Struktur her, aber eine sehr schöne Anlage mit etwa 80 Betten. Hier sehen wir, wie die Taucher von Land aus einfach ins Wasser gehen. Und es ist natürlich sehr komfortabel. Diese Anlage im Standard würde ich sagen zwischen 3 und 4 Sterne. Kann man also jedem durchaus empfehlen. Ja, und da ist auch so ein Beachvolleyball im Wasser. Richtig, genau. Da ist es. Guck. Als nächstes Foto haben wir, schauen wir mal, ein Whirlpool im... Jetzt kommt eine Anlage, die liegt etwa außerhalb von der Hauptstadt Kraljevik, mit dem Auto etwa 10 Minuten. Das ist der Caribbean Club. Und dieser Caribbean Club, von dort aus kann man natürlich auch ideal Tauchausflüge unternehmen. Ist eine etwas einfachere Anlage in der Summe gesehen. Das bedeutet, es sind Apartments, die zwischen 2 und 4 Personen belegt werden können. Aber hier sieht man auch die Lage nicht direkt am Meer. Von dort aus müsste man also zum Meer runtergehen. Gut, aber tollen Blick trotzdem aus. Ja, ja, sicherlich. Das sind alles nur Beispiele. Jetzt ist es der Pool bei Nacht im Caribbean Club. Also auch eine schöne, ja, sehr oft verkaufte Anlage. Ja, sieht wirklich toll aus. Das ist auch nochmal der Pool. Und jetzt kommt dann das Tropical Inn. Tropical Inn ist eine Anlage, liegt auch nicht direkt am Meer, am Rande der Stadt Kraljevik und ist unter deutscher Leitung, also auch deutscher Standard mit allem, was dazugehört. Auch eine relativ einfache Anlage, aber das macht die Anlage so interessant, weil sie im Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich ideal anzubieten ist. Ja, und viel Grün. Ne? Viel Grün. Ja. Drum Tropical Inn. Ja, so schaut es aus. Wie so ein tropischer Regenwald, so stellt man sich das vor. Schöne Anlage und man muss dazu sagen, dass in diesen ganzen Angeboten 14 Tage Mietwagen ja auch noch dabei ist. Ja, auf Bonaire sollte man also einen Mietwagen haben, dass man sich bewegen kann. Das ist im Übrigen auf allen 3 karibischen Inseln so, denn dann ist man natürlich wesentlich flexibler in den Beschäftigungsmöglichkeiten, die man hat. Wie gefährlich ist es denn? Ist es irgendwie gefährlich, die Infrastruktur, da sind die Straßen gut ausgebaut und auch abends beleuchtet oder... Sagst du, nee, die Straßen sind relativ gut ausgebaut, die meisten sind geteert. Es gibt natürlich dann Stellen, wo man auch hinfahren will, zu versteckten Stränden und so weiter, die ganz einfach per Feldweg zu erreichen sind. Aber insgesamt ist das alles gut befahrbar. Im Park natürlich, da wird es sehr problematisch. Also da braucht man wirklich einen Jeep mit Ersatzreifen. Okay. Das ist aber dann eine parkähnliche Sache, wo man sich bewegen kann. Aber da darf man auch reinfahren? Da darf man reinfahren, ja. Okay. Auch alleine, ja. Was ist so dein Favorite auf Bonaire, wo du sagst, Mensch, das ist mein schönster Fleck? Hast du da einen? Oder wahrscheinlich da alles? Da gibt es viele schöne. Also für mich am liebsten sind die Flecken unter Wasser natürlich am schönsten, weil ich ja selbst auch Taucher bin und sehr erfahren im Tauchen. Und was sehe ich denn da unten? Also wenn für mich als Nicht-Taucher, was ist so dieses Faszinierende, da zu tauchen? Ja, weil man unwahrscheinlich viele Fischschwärme sieht, mit sehr großen Fischen auch. Es ist ein Saumriff, also es ist relativ einfach zu tauchen. Was es auch komfortabel macht, ist, dass man fast alle Tauchgebiete von Land aus erreichen kann. Und das Das heißt, ich gehe also quasi am Strand ins Wasser? Ah, okay. Exakt, dann schnorchelt man etwa 20 bis 50 Meter raus, dann kommt die Riffkante und dann taucht man ab, das war's. Ah. Und in vielen anderen Tauchgebieten der Welt muss man dann früh um 8 am Boot sein, dann fährt man erstmal 1,5 Stunden mit dem Boot raus. Okay. Ist also auf Bonaire wesentlich komfortabler. Und Tauchstationen, schätze ich mal, wird es da viele geben, dass ich, wenn ich jetzt ambitionierter Taucher bin und ich möchte euer Angebot nutzen, dass ich da tauchen kann? Richtig, wir arbeiten ja auch mit einem der größten Tauchreiseanbieter der Firma Action Sport zusammen und in diesem Rahmen haben wir natürlich auch alle Tauchleistungen im Angebot. Und wenn man noch mehr eure Angebote kennenlernen möchte, dann geht man auf die Homepage www.travelteam.de. Travel-Team. Ein Fehler, das blenden wir natürlich richtig ein. www.travel-team.de. Und das Angebot heute, Bonaire, Ihre Urlaubsinsel ab 1.683 Euro. Buchungscode ReiseTV3 und die Telefonnummer ist die +49 9151 865 8826. Und die 3 Kategorien im Buddy Dive Resort, 4-Sterne-Hotel ab 1.799 Euro im Apartment mit 2 Schlafzimmern. Caribbean Club ab 1.683 Euro und im Tropical Inn
ab 1689 Euro im Doppelzimmer. Ja, was ist dabei? Flughafentransfer, 14 Tage Mietwagen, Flug ab Deutschland via Amsterdam. Und wie lange fliegt man nochmal, hast du gesagt? 10 Stunden. 10 Stunden, also gar nicht. Nee, ist unproblematisch, weil das auch relativ schnell geht. Gibt es irgendwie eine beste Jahreszeit, um dahin zu fliegen? Man kann das ganze Jahr hin. Kein Thema. Wunderbar. Also ich favorisiere es natürlich im Winter, weil es da in Europa warm ist. Also in Europa ist es im Sommer warm und wenn es kalt ist, fliege ich natürlich dorthin. Ja. Natürlich. Werner, vielen Dank für das nette Gespräch und ich werde sofort nächste Woche buchen. Und wenn Sie buchen wollen, dann wissen Sie jetzt, wo Sie anrufen müssen. Und vielen Dank fürs Zuschauen.